Guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Türchen des Sackbloß Adventskalenders und auch heute begebe ich mich in die Tiefen meiner DVD-Sammlung und fördere einen Film zutage und zwar den folgenden. Gladiator. Ha. Das ist jetzt so insofern schwierig, weil Gladiator ist für mich so eine halbe Bildungslücke. Ich habe schon Teile davon gesehen, aber noch nie den ganzen Film. Also ich bin immer mal so dran geblieben, wenn er gerade im Fernsehen lief und so, aber ich habe den noch nie am Stück geguckt, weil das ist eine DVD, die tatsächlich durch meine liebe Frau in die Beziehung gekommen ist. Und ich habe die noch nie am Stück geguckt. Das ist die Special Edition. Die geht 2-3 Viertel Stunden und ist jetzt ein bisschen schwer drüber zu sprechen. Ach, ich guck den jetzt einfach. Okay, das war Gladiator. Und ich muss sagen, da ist mir ja ein richtig guter Film entgangen die ganze Zeit. Ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Riesenfan von so, ich will schon sagen, Sandalenfilmen, also so historische Filme. Ist eigentlich gar nicht mal so meins. Aber ich muss sagen, ja, da ist mir tatsächlich die ganze Zeit ein richtig guter Film entgangen. Ich bin die ganze Zeit dran geblieben, die ganzen fast 3 Stunden lang. Und ja, fand ich richtig cool. Also für alle, falls es noch jemanden geben sollte, außer mir, der den Film vorher noch nie geguckt hat. Es geht um den römischen Tribun und Feldherrn Maximus, der eben für Rom zu Felde zieht und ist einer der berühmtesten und erfolgreichsten Feldherren Roms. Und eines Tages wird er vom alternden Cäsaren in sein Zelt gebeten und der eröffnet ihm, dass er sich entschieden hat, sein Amt als Cäsar abzutreten und Maximus soll die Nachfolge antreten. Dabei übergeht er allerdings seinen Nachfolger, seinen Sohn. Und wie heißt er denn? Corvinus? Irgendwas mit C-O vorne, ich weiß es nicht mehr, Entschuldigung. Gespielt von Joaquin Phoenix. Der kriegt es natürlich spitz und noch bevor der Cäsar seine Entscheidung verkünden kann, wird er von seinem Sohn niedergemeuchelt und der nimmt dann eben die Nachfolge an und beseitigt Maximus. Maximus wird übrigens gespielt von Russell Crowe, wer es noch nicht wissen sollte. Und ja, Maximus soll beseitigt werden, er überlebt allerdings diese Exekution. Er überlebt, aber er schafft es nicht mehr rechtzeitig zu seiner Familie, um die noch zu retten. Also er kommt nur noch an und findet seinen Sohn und seine Frau aufgeknüpft an einem Baum und geschändet. Und ja, er bricht zusammen vor Erschöpfung und vor Trauer und wird dann von einer Sklavenhändler-Karawane aufgelesen. Die nehmen ihn gefangen und verkaufen ihn dann nach Rom als Sklaven. Und dort wird er dann fürs Kolosseum, also er wird dann Gladiator und wird fürs Kolosseum zum Kämpfen ausgebildet. Beziehungsweise ausgebildet, er ist ja schon ein ziemlich guter Kämpfer. Und mausert sich dann eben zum erfolgreichsten und beliebtesten Kolosseums-Sklaven und Gladiator. Und wird dann so ein bisschen so der Mann des Volkes, der immer für die besten Shows in der Arena sorgt. Und ja, durch diesen Erfolg kommt er dann eben auch irgendwann nach Rom ins große Kolosseum. Und trifft dann da früher oder später auch auf den Kaiser, auf seinen früheren Bruder im Geiste, der ihn hat hinrichten lassen. Und ja, am Schluss geht es dann eben drum, wer ist jetzt eigentlich der mächtigere von beiden? Der amtierende Kaiser, den aber keiner leiden kann, oder der Mann, der Sklave, der aber der Mann des Volkes ist, der die geilen Shows macht und der das Volk belustigt und den hinter dem alle stehen würden. Und dieser Konflikt ist eigentlich ziemlich geil. Und ja, ich mochte den Film, der hat richtig Spaß gemacht. Und die Russell Crowe und Joaquin Phoenix spielen ihre Rollen sehr, sehr geil. Man ist die ganze Zeit auf Russell Crowes Seite, der Märtyrer, der seine Familie verloren hat und sich quasi durch den Staub der Arena nach oben kämpft, um seine Rache auszuführen. Und auf der anderen Seite ist halt hier Joaquin Phoenix, der ist halt schon wirklich geil in solchen Rollen. Ja. Er ist der Bösewicht, man findet ihn die ganze Zeit mega unangenehm, aber er ist auch ein nachvollziehbarer Bösewicht, weil er ist eben nicht einfach nur böse, sondern er ist eben von Neid zerfressen, weil Maximus eben die Liebe seines Vaters genossen hat, die er nie gekriegt hat. Und er wäre einfach gerne Cäsar, weil er zum Cäsaren quasi geboren wurde, aber er weiß die ganze Zeit, er ist es eigentlich nicht. Er ist es einfach nur, weil er der Sohn seines Vaters ist und eigentlich wäre er auch gar nicht dran gewesen. Und
Ja, aber trotzdem ist er eben auch ein ekelhafter Kotzbrocken und die Dynamik zwischen den beiden ist wirklich, wirklich geil und ja, die Arena-Kämpfe sehen super aus, das ist alles noch sehr schön handgemacht, es ist nicht zerschnitten, es wirkt also wirklich alles sehr handgemacht, sehr ruppig, sehr blutig, sehr, sehr schmerzhaft teilweise. Also auch das, also auch actionmäßig wird einiges geboten und ja, also Gladiator, cooler Film. Ist mir die ganze Zeit, hatte ich den nie so wirklich auf dem Schirm, hat mich nie interessiert. Und jetzt habe ich ihn halt im Rahmen dieses Adventskalenders einfach mal geguckt und cool, ein weiterer guter Film in meiner Sammlung. Und ja, das war Gladiator im heutigen Türchen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Türchen. Ich sage Morituri, te salutant und bis dann.